Auch die dritte Ausgabe des Forums Digitalisierung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg stieß beim Publikum auf großes Interesse. Die Veranstaltung bietet den Mitgliedern der Projektgruppe Digitalisierung eine gute Möglichkeit, den aktuellen Stand ihrer Arbeit vorzustellen und sich mit den Teilnehmern und Besuchern weiter zum Thema auszutauschen. Zu den aktuellen Digitalisierungsprojekten gehören verschiedene Applikationen fürs Handy sowie umfassende Online-Angebote für die Gemeindearbeit. Aber auch Bibelcomputerspiele wie zum Beispiel One of the 500. In dem Spiel kann der User auf ganz neue und innovative Weise das Neue Testament kennenlernen. Seit rund anderthalb Jahren beschäftigt sich die Projektgruppe Digitalisierung damit, die Umstellung innerhalb der Evangelischen Landeskirche voranzubringen. Heute sind unsere Schwerpunkte zu zeigen, was wir schon haben an neuen Projekten, die jetzt so weit sind, dass sie nicht mehr nur im Papier bestehen und in Ideen und vielleicht Zuschüssen, sondern dass man wirklich was vorzuzeigen hat, das One of the 500 Game, die Leader-App und dass wir gleichzeitig aber im Blick behalten, wie transformiert sich gerade unsere Welt, wie ändert sich die Kultur und was bedeutet das am Ende für unsere Arbeit als Kirche. In einer Diskussionsrunde sprachen Landesbischof Frank Ottfried Juli und Professor Petra Grimm von der Hochschule der Medien über das Thema Ethik und die Stellung der Kirche in einer zunehmend technologisierten Gesellschaft. Die Kirche ist nach wie vor ein wichtiger Teil in einer Zivilgesellschaft und trägt aufgrund ihres Auftrags, das Evangelium zu verkündigen, natürlich etwas bei, etwa was heißt das fürs Menschenbild, wenn jemand komplett überwacht würde? Was heißt das für die Menschenwürde, wenn jemand gemobbt wird, wenn das Netz eigentlich noch Dinge befeuert, die menschenunwürdig sind? Das sind Fragen, Menschenwürde, Menschenbild, soziale Beziehungen. Da haben wir was dazu zu sagen, glaube ich. Ab März beginnt Dr. Nico Friedrich seine neue Tätigkeit als Verantwortlicher für digitalen Wandel im Evangelischen Oberkirchenrat. Er wird das breit angelegte Digitalisierungsprojekt der Landeskirche weiter koordinieren und vorantreiben.